Sei mit euch und mit deinem Geiste. Und so kam die Idee, dass wir die Musikanten fragen, ob sie nicht vielleicht diesen Picknick-Gottesdienst musikalisch gestalten. Ja, und dann haben sie gesagt, oh, wir haben noch nie einen Gottesdienst gespielt und wir können eigentlich gar keine Kirchenlieder. Sag ich, na wunderbar, dann ist es das erste Mal. Sempre hay una primera vez, sagen die Spanier. Es gibt immer ein erstes Mal. Also quasi jungfräulich heute der Gottesdienst mit den Bründl-Musikanten hier im Kirchgarten zu Tiefenbach. Und Gott ist überall, auch außen, auch draußen, auch da, wo Liebeslieder und Volkslieder gesungen und gespielt werden. Und ihr als Gottesdienstgemeinde könnt es heute euch einfach gut gehen lassen, weil wir werden keine Lieder miteinander singen, sondern auf die Lieder hören und zu den Liedern ein paar textliche Inspirationen bekommen. Auf der Reise lautet der rote Faden das Thema unseres Picknick-Gottesdienstes. Und sind wir nicht immer irgendwie auf der Reise? Von A nach B, vom Morgen zum Abend, von jung zu alt. Das erste Lied, das wir gerade gehört haben, heißt Dunkle Wälder, tiefe Bäche. Willkommen also in Tiefenbach, willkommen die Bründl-Musikanten, willkommen ihr im Schatten und der Sonne. Und wir beginnen diesen ungewöhnlichen Picknick-Gottesdienst, der euch an der Seele guttun möge, im Auftrag. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und schon fahren wir weiter. Wir fahren Richtung Tschechien im schönen Prag. Thank you.
Im schönen Prag, so hieß dieses Stück. Und im schönen Prag haben wir eine unserer letzten Gemeindefahrten verbracht. Vor der Corona-Zeit, wir waren auch auf der Karlsbrücke, wo man sich treffen und finden und vielleicht auch verlieren kann. Und es gibt ein Buch, da geht es um diese Karlsbrücke. Martin Buber, ein sehr brillanter jüdischer Intellektueller, hat ein Buch geschrieben, Der Weg des Menschen. 6 kurze Kapitel. Das 6. Kapitel heißt Hier, wo man steht. Und damit soll ausgedrückt werden, suche die Schätze auf der Reise deines Lebens nicht irgendwo und weit weg und nicht in den großen Sehenswürdigkeiten, sondern suche sie da, wo du stehst, da, wo du zu Hause bist. Dieses Geschichtchen, das zu den Gedanken führt, trage ich nun vor. Es klingt ein bisschen schwierig, aber vielleicht kann man es sich dann noch später einmal vertieft zukommen lassen. Den Jünglingen, die zum ersten Mal zu ihm kamen, pflegte Rabbi Bunam die Geschichte von Isaac, Sohn Jeckels, in Krakau zu erzählen. Dem war nach Jahren schwerer Not, die sein Gottvertrauen nicht erschüttert hatten, im Traum befohlen worden, in Prag unter der Brücke, die zum Königsschloss führt, nach einem Schatz zu suchen. Als der Traum zum dritten Mal wiederkehrte, machte sich Isaac auf und wanderte eben nach Prag. An der Brücke aber standen Tag und Nacht Wachtposten, und so getraute er sich nicht zu graben. Doch kam er an jedem Morgen zur Brücke und umkreiste sie bis zum Abend, bis er endlich den Hauptmann der Wache auf sein Treiben aufmerksam geworden, fragte, ob er hier etwas suche oder auf jemand warte. Isaac erzählte dem Hauptmann, welcher Traum ihn aus fernem Land hergeführt hatte. Der Hauptmann lachte. Und da bist du, armer Kerl, mit deinen zerfetzten Sohlen einem Traum zu gefallen, hierher gepilgert. Ja, wer den Träumen traut, der hätte ich mich ja auch auf die Beine machen müssen, als es mir einmal im Traum befahl, nach Krakau zu wandern und in die Stube eines Juden zu gehen. Isaac, Sohn Jeckels, soll der heißen. Und in dieser Stube von diesem Isaac, Sohn Jeckels, soll unter dem Ofen ein großer Schatz begraben sein. Isaac, Sohn Jeckels, ich kann mir das vorstellen, wie ich drüben in Krakau, wo die eine Hälfte der Juden Isaac und die andere Jeckel heißt, alle Häuser aufreiße. Und er lachte wieder. Isaac aber verneigte sich, wanderte heim, grub den Schatz aus, der in seinem Haus unter dem Ofen verborgen war, und baute mit dem Schatz, den er gefunden hatte, das Bethaus, das Rab Isaac Reb Jeckels Schule heißt.
Merke dir diese Geschichte, pflegte Rabbi Bunam hinzuzufügen, und nimm auf, was sie dir sagt. Dass es etwas gibt, was du nirgends in der Welt finden kannst, außer bei dir zu Hause. Bemerkenswerte Gedanken von Martin Buber, die wir auch gerne heute mit nach Hause nehmen können. Das nächste Stück unserer musikalischen, spirituell-literarischen Reise entführt uns nach Slowenien. Slowenien, mein Heimatland. Slowenien, mein Heimatland. Was ist Heimat? Wo ist meine Heimat? Was macht Heimat zur Heimat? Max Frisch, ein Schweizer Literat, hat zu diesen Fragen einen umfangreichen Fragebogen aufgestellt. 7 der Fragen habe ich uns mitgebracht. Jeder kann sie für sich wirken lassen und seine Antworten suchen und finden und suchen und finden. 1. Frage: Hat Heimat für Sie eine Flagge? 2. Frage: Worauf können Sie eher verzichten? A. Auf Heimat, B. auf Vaterland, C. auf die Fremde. 3. Frage: Was bezeichnen Sie als Heimat? A. ein Dorf, B. eine Stadt oder ein Quartier darin, C. einen Sprachraum, D. einen Erdteil, E. eine Wohnung. 4. Frage: Was lieben Sie an Ihrer Heimat besonders? A. die Landschaft, B. die Leute,
C, das Brauchtum. D, dass sie dort ohne Fremdsprache auskommen. E, Erinnerungen an die Kindheit. Oder F, ihre Kirche. Fünfte und letzte Frage. Haben Sie schon einmal eine Auswanderung erwogen? Slowenien, mein Heimatland, hieß das letzte Stück. Ein ganzes Stück weit weg. Das nächste Stück ist ein ganzes Stück nah dran. Liebesgruß nach Unterkogel. Liebesgruß nach Unterkogel. Eigentlich hieß dieses Lied anders. Und auf der Terrasse sitzen neben den drei feschen Buben auch eine junge Oma. Und das Lied hieß ursprünglich fürs Enkel. Und ich glaube, das Enkel wohnt in Unterkogel und ist da und herzlich willkommen. Liebesgruß. Und das war genau auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, natürlich passt eine Volksmusik in jeden Gottesdienst. Und nicht nur, dass wir auf einer Reise sind, und Reisen ist etwas zutiefst biblisches, theologisches, spirituelles, sondern dass es auch um die Liebe geht. Und die Liebe, das ist die Grundtugend Nummer eins des Christenmenschen. So heißt es, nun bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Die Liebe ist die höchste unter ihnen. Das Wichtigste ist die Liebe, 1. Korinther 13, in der Übertragung Hoffnung für alle. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich im Auftrag Gottes prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt. Aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Liebe ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht. Sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Liebe lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend.
Liebe freut sich nicht am Unrecht. Liebe freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als Erwachsener habe ich das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. 1. Korinther 13. Und so geht es weiter mit dem nächsten Liebeslied. Thank you.
Ja, vielleicht hat es jemand erkannt, das war die Liebe aus Böhmen, böhmische Liebe. Wir kommen schon so langsam in den Schlussspurt unseres kleinen Picknick-Gottesdienstes und kommen zu liebevollen Fürbitten für unsere Reise durch unser Leben mit Gottes Hilfe. Und dazu bitte ich die Gemeinde aufzustehen. Herr, unser Gott, du kennst uns durch und durch. Du weißt, was wir zum Leben brauchen. Zu dir kommen wir mit all unseren Bitten und Bedürfnissen. Lass uns Sehende sein, damit wir an den Nöten der Mitmenschen nicht vorbeirennen, sondern die Nöte der Mitmenschen, so gut es geht, zu den unsrigen machen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns Hörende sein, damit wir die oft stillen Rufe von leidenden Menschen nicht überhören, sondern in Tat und Wort Zeugen der frohen Botschaft sein können. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns Liebende sein, damit wir denn mit dem Blick dieser Aufmerksamkeit aufeinander zugehen können und Beziehungen knüpfen und wachhalten können. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns Glaubende sein, dass das Brot, das du uns Tag für Tag, Woche für Woche schenkst, auf der Reise in unserem Leben, dass dieses Brot uns stärkt in unserem Leben, in unserem Glauben, in unserem Alltag. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns Hoffende sein, dass wir am Ende dieser Tage bei dir die letzte Geborgenheit annehmen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Und wir halten einen Moment der Stille, weil jeder etwas auf dem Herzen hat, wofür er danken möchte oder wofür er bitten möchte. Und auch hier rufen wir den Herrn an, wir bitten dich, erhöre uns. Und dann beten wir das Gebet, das Jesus seinen Jüngern und Jüngerinnen gelehrt hat, das Himmel und Erde miteinander verbindet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir beenden diesen Gottesdienst, wie wir jeden Gottesdienst beenden, mit diesem wichtigen Element des Segens. Segen, Ja sagen Gottes zu mir. So geht in die Woche, in die Reise eures Lebens mit dem Segen unseres himmlischen Vaters. Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten auf dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir nehmen Platz zu einem letzten Lied. Und dieses Lied hat etwas mit der Hoffnung zu tun. Und wir freuen uns auf das Hoffnungslied. Tag bringt neue Hoffnung und ich will euch kurz die Musiker vorstellen, von links nach rechts. An der Trompete, oder es sind gleich mehrere Trompeten, ist Sepp Engel. Am Bariton, das ist ein musikalischer Postbote, Sepp Kriedel. Das Lied fürs Enkel und schon Oma geworden, Manuela Jungbauer. Und der Jüngste bei den Bruntl-Musikanten, zumindest von der Zeit, wo er dabei ist, Daniel Mader.